Der Bargeldkreislauf. Dennis fragt seine Mutter, ob Geld auf Bäumen wächst. Diese sagte nein. Aber Mama, wenn Geld nicht auf Bäumen wächst, von wo kommt es dann? Mein Sohn, das Geld wird so in Umlauf gebracht. Zuerst wird das Geld hergestellt. Das fertige Geld wird in die Zentralbanken gebracht. Hier in Deutschland ist es die Deutsche Bundesbank. Von da aus wird es an die Geschäftsbanken verteilt. Es gibt viele Geschäftsbanken. Zum Beispiel gibt es die Commerzbank, die Sparkasse, die Postbank und die Deutsche Bank, die Citibank und noch mehr. Von den Geschäftsbanken wird es an die Konsumenten weitergebracht. Konsumenten? Das sind Menschen wie du und ich, die das Geld ausgeben, verdienen und sparen. Auf jeden Fall wird das Geld an die Konsumenten und Einzelhändler weitergegeben. Konsumenten geben das Geld beim Kauf von Lebensmitteln, Kleidung oder sonstiges an die Einzelhändler weiter. Durch das Rückgeld, was man bekommt, geben die Einzelhändler das Geld auch wieder an die Konsumenten und an die Geschäftsbanken. Wenn der Konsument und Einzelhändler das Geld bei den Geschäftsbanken ablegt, kommt es oft vor, dass es Falschgeld oder beschädigtes Geld gibt. Dieses Geld wird vernichtet und es wird neues Geld hergestellt. Und alles, das wiederholt sich. Nun wusste Dennis, wie das Geld hergestellt wird. Für ihn war das alles sehr kompliziert, aber er hat es verstanden.